Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Jetzt sage ich doch Let's Play Clash of Clans, okay. Na, dann lass uns mal spielen, Let's Play Clash of Clans. Mit dem Thorsten, ja, ihr seht das neue Projekt. Also, zeitig hier wieder reingekommen. Das ist mir die Tage auch schon gelungen im Livestream, glaube ich. Damals war es allerdings auf Rathaus 3, jetzt sind wir auf Rathaus 4. Haben also schon abgedatet hier im, ja, wie soll man sagen, neuen Projekt. Der Noobs hat so ein Projekt aufgerufen. Neuer Account mit neuem, ja, mit neuer Account in Legende. Okay, wer schafft's schnell? Da gibt es natürlich einige Strategien, die Def nicht ausbauen und so weiter. Ich kann euch sagen, es ist der erste Account, den ich rushe hier. Es ist der erste Account, den ich rushe, denn letztendlich ist Angriff, steht ganz klar vor Verteidigung, weil je höher du mit solch kleinen Accounts in der Liga kommst, desto mehr wirst du natürlich auch überrannt, gar keine Frage. Da ist auch egal, ob du deine Def ausgebaut hast oder nicht. Hauptsache, Truppen sind da, du hast die Truppenkapazität da, also die Anzahl da und natürlich auch so den einen oder anderen Helden vielleicht, aber da bin ich noch weit, weit von entfernt. Ihr seht das hier erstmal, jetzt Rathaus, nein, nee, Rathaus 5 sind wir schon, oh Gott, okay, wir sind schon Rathaus 5, Leute. Drei Bauarbeiter ist natürlich must have für so einen kleinen Account, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich habe mich allerdings jetzt schon die Tage echt gequält, hier mit Rathaus Level 4 über diese 700, 800 Pokale zu kommen. Und besonders ärgerlich ist es, wenn du dann auch nochmal so den ein oder anderen Pokal auch mal verlierst. Aber hier kriegen wir noch ein paar Gems wieder mit rein. Ja, die Gems sind am Anfang natürlich ja, sehr, sehr rar gesät. Ihr seht, ich habe das Spielfeld auch komplett geräumt. Ich bin auch schon im Nachtdorf tätig hier. Auch hier habe ich schon einen hochgerusht, glaube ich. Ich muss jetzt, glaube ich, ein paar Sachen bilden. Ja, hier habe ich auch schon hochgerusht. Also da bilde ich auch nichts aus. Ich habe jetzt hier die Luftabwehr noch nicht mal auf Level 2, weil es gibt hier natürlich coole Errungenschaften. Und je cooler die Errungenschaften sind, desto mehr bekommst du ja auch Tränke, Ressourcen, nochmal Tränke, und hier hinten eine Rune und ein Baubuch. Also es lohnt sich sicherlich schon, hier etwas zu machen in den Challenges, bevor es dann mit dem richtigen Pass losgeht. Naja, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Zauber, wir brauchen Truppen. Und mal gucken, was wir hier jetzt eigentlich bei 5 mit neu mit reinbekommen. Okay, wir kriegen Army Camp, das ist sehr, sehr geil. Das brauchen wir in jedem Fall und wir können dann die anderen auch updaten, denke ich mal. Was kriegen wir an Ressourcen? Wir kriegen hier die Spell Factory. Okay, dann nehmen wir erstmal die Fallen, weil die kosten A recht wenig und B sind die sofort fertig. Das kennt ihr, ja, das kennt ihr auch von mir. Ich meine, ja, ich hatte einfach Bock, Leute. Ich hatte einfach Bock, mal wieder was Neues zu machen. Und da kam mir dieses Event hier von Noobs genau richtig. Also so richtig genau richtig. Und ich habe mir gedacht, ja, machst du mal mit. Wir sind auch recht voller Club hier. Es gehen noch ein paar rein, denke ich mal. Oh, nicht mehr viele, okay. Bis am Donnerstag, Freitag waren wir, glaube ich, noch 30. Jetzt sind wir schon 45. Aber ihr seht das hier, die ersten sind schon bei 1980, sind schon in Kristall, haben sich da schon die Gems abgeholt, aber so der Rest, ich will es mal so sagen, der ganz normal spielt, eiert hier irgendwo zwischen 500 und 800 Pokalen rum. Da will ich natürlich auch hinkommen, gar keine Frage, aber möchte natürlich auch, ja, ich weiß es selber, Mino und Sammler wären hier noch einen hochgegangen, aber auch die habe ich nicht mehr gemacht. Ich weiß selber, dass es mich im Insgeheim eigentlich ärgert. Im Insgeheim ärgert es mich, dass ich hier so eine Art Rusher aufbaue. Ich meine, irgendwann mit dem fünften Bauarbeiter, wenn nicht sogar mit dem sechsten, dann wird man natürlich das ein oder andere noch wieder ein bisschen nachholen. Aber letztendlich kommst du natürlich nur höher, wenn du hier die entsprechenden Truppen hast und Labor können wir auch wieder leveln. Dauert auch nur 2 Stunden, machen wir auch gleich. Brauchen wir aber auch wieder einen Bob für und wir haben ja nur 3 und ich würde natürlich auch gerne die Armeelager weiter leveln hier. 250.000, wir haben auf jeden Fall volle Ausbaustufe gehabt auf Rathaus Level 4, da gehen nämlich die Minen und Sammler schon auf 8 hoch. Das habe ich auch ein bisschen verkannt, muss ich sagen, und das dauert dann auch schon ganz schön lange. Jetzt gehen sie schon auf 9 hoch und da laufen die dann auch schon mal eben 8 Stunden. Und wenn man exzessiv spielt hier in den 8 Stunden, kann ich euch sagen, dann ist auch, dann sind die Lager immer voll und du machst eigentlich nur noch Pokale. Was also auch nicht schlecht ist, nur
Was letztendlich aber nicht ausreichend ist, was kriegen wir hier denn eigentlich? Okay, den Magier. Der ist noch nicht ganz so tragisch, aber wie gesagt, die Armeelager gehen mir schon ziemlich hart ab. Die will ich nicht auf jeden Fall leveln, aber wir nehmen mal das Labor hier mit rein. Das Gold geben wir gleich, glaube ich, aus für ein paar Mauern, die wir machen müssen. Die möchte ich nämlich doch ganz gerne machen. Und in meiner Clanburg kann ich die eigentlich updaten. Ah, die kann ich noch gar nicht wieder updaten. Okay, aber die müsste auch gut voll sein. Ja, da kriegen wir noch ein paar Mauern gemacht hier. Denn ich nehme mir gleich den nächsten Bauarbeiter, mache das Armeelager erstmal weiter fertig, sodass das auch den alten neuen Stand hat. Also auf hier sollte es dann schon kommen. Und dann leveln wir auch die anderen beiden weiter. Die brauchen ja jetzt auch schon, wie lange brauchen die? 8 Stunden, alter Falter. Okay, zieht sich also ein bisschen und der nächste Bauarbeiter kostet auch 1000 Gems. Also auch da sind wir weit, weit von entfernt. Wenn ich jetzt mal gucke hier in den Errungenschaften, auch das ist recht schleppend. Okay, jetzt hätte ich natürlich ein bisschen fixer hier bei den Kobold-Missionen machen können, aber da habe ich auch wirklich nur so einen Tag drin verbracht. Das gibt ja auch schon ein paar Gems und man kommt ja relativ weit schon mit kleinen Truppen. Also sobald du ja die Ballons hast, kommst du ja schon recht weit in den Missionen hier. Aber ihr wisst, das ist nicht so meine Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich warte jetzt mal gerade auf das Häuschen ab hier. Spenden laufen hier auch wie geschnitten Brot, kann ich euch sagen. Ihr seht, ich meine, ich war Level 3 und 4 und habe hier 635 Truppen gespendet. Alle anderen oder viele, viele andere haben noch viel, viel mehr gespendet. Wir können das mal gerade tauschen hier. Most Troops donated und empfangen. Also hier geht auf jeden Fall was. Hier haben alle Bock. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Es macht mir auch Spaß. Ja, ich hätte stundenlang mit euch streamen können, nur den kleinen Account hier richtig, richtig pushen. Aber ich werde jetzt gleich erstmal die Mauer machen, denke ich mal. Kriegen wir eigentlich neue Mauern mit dazu? Resources, Defenses. Oh, wir kriegen wieder Mauern mit dazu, Leute. Okay. Okay, wir kriegen wieder Mauern mit dazu. Wir kriegen wieder Mauern mit dazu, Leute. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Es gibt wieder Mauern zu machen. Hurra! Jetzt habe ich da einen zu wenig. Okay. Ah, gar nicht mal so viele. Okay. Alles klar, dann können wir die auf jeden Fall schon mal nachmachen. Selectro einmal, zweimal, dreimal würde ich sagen. Dann sind die schon mal schwarz. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir die schon mal schwarz gefärbt. Wie lange braucht der Bob hier? 15 Minuten machen wir. Und der da oben läuft. Okay, wir haben immer noch einen, wo wir so ein bisschen Gold mit verschwenden können. Aber, warte mal, ich nehme mal hier eben die Clanburg raus. Kann es sein, dass wir jetzt schon welche, ja, wir können jetzt schon welche mit Elex machen, das ist geil, ne? Jetzt schon welche mit Elex machen, das ist echt, echt super, super göttlich. Finde ich zumindest. Aber die können wir jetzt schon machen. Jups. Und dann machen wir erstmal die hellen hier fertig. Eben mal so, auch das ist ein Segen, dass sich die Mauern so schön anpassen. Du kannst einfach eine Reihe nehmen und der datet das so ab, wie es kommt. Okay, oh, der nimmt jetzt schon ein bisschen mehr mit rein, sehe ich gerade. Okay, der nimmt jetzt schon ein bisschen mehr mit rein, macht aber nichts. Denn wenn sie nachher schwarz sind, okay, die können wir, die können wir jetzt schon nicht mehr machen. Na super, Thorsten, hast du super gemacht. 3-2 machen wir. Dann geht das ganze Zeug hier auch ein bisschen weg. Können wir nicht mehr machen, die können wir aber machen hier. Und dann holen wir uns das raus. Wir wollen mal ein bisschen Clash of Clans spielen. Ah, okay, die kann ich doch noch machen hier. Jo, 50k. Und dann geht jetzt, ja guck, die Mauern haben wir gleich schon fertig. Aber noch nicht auf einen neuen Level, sondern die gehen nochmal ein hoch hier, ne? Ne, doch nicht, okay. Haben wir bald die Mauern schon fertig hier. Auch nicht schlecht, Leute. Toto kann mauern, okay. Ist natürlich tödlich langweiliger Content für euch. Keine Frage. Ich kann es nachvollziehen, Leute. Aber was sein muss, muss sein. Und Mauern müssen halt in Clash of Clans sein. Der kann jetzt gar nicht so viel machen. 70k. Ah, hier habe ich noch ein bisschen was offen da. Ups, gerade noch so geschafft. Alles klar, 30k. Jetzt geht da schon was mit Elex. Oh, die haben wir vergessen. Super. Da geht noch was mit Elex. Alter, wir haben gleich den Mauern fertig.
Ist das cool oder was? Mauern maxen in einer Stunde. Ne, in einer Folge. Okay, Leute, tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich jetzt gerade meinen letzten Cent hier ausgebe, um hier mit euch Mauern zu maxen. Das ist wirklich, ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber sie gehen halt nicht höher auf 5, dann brauche ich mich darum schon mal gar keine Sorgen mehr machen und kann jetzt fröhlich reinfahren hier. Wir haben eine Truppe mehr, 100 Truppen jetzt schon. Das ist richtig cool. Und wieso habe ich erst so wenig hier? Okay. Ah ja, ja, da können wir richtig reinfahren hier. Dann gehen wir auf die Suche, Leute. Im neuen Projekt, ja, ich brauche eigentlich Pokale und ich brauche jetzt natürlich den Loot. Keine Frage, jetzt können wir auch etwas stärkere Rathäuser angreifen. Denn ich hab schon mal so ein paar stärkere angegriffen gehabt, aber grenzwertig manche Sachen. Vor allen Dingen so Riesen auf 2. Oh, ich hab auch. Oh, Leute, das hättet ihr mir auch sagen können. Das hättet ihr mir auch sagen können. Dass das alles Gold und Elix kostet, okay. Ja, dann machen wir, okay, wir können zweimal Practice machen. Okay, wir können zweimal Practice machen. Da kriegen wir wenigstens 100.000 zusammen. Also nicht alles ausgeben für die Mauern, Toto. Okay. Towall. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. 1, 2. Dann machen wir das eben. Schicke deine restlichen Riesen da rein. Jawohl, alle. Ja, habe ich doch gemacht. Tolle Wurst. Ist noch gar nicht so lange her, da haben wir das schon mal gemacht. Ne? Aber dass ich mich wirklich mal auf Null runterfarme. Okay, ich hab auch echt nicht dran gedacht, dass wir... Ach, der soll doch da zum Minenwerfer gehen. Wann geht denn der zum Minenwerfer? After Mortar ist destroyed. Deploy Goblins to help to clean up. Jo, mache ich. Und das habe ich jetzt echt, muss ich echt mal sagen, ein bisschen verkannt, dass wir hier ja auch ein bisschen Gold brauchen zum Angreifen. Ne? Ja. Naja, ja, okay. Aber ihr seid auf jeden Fall informiert, dass ich auch ein bisschen Low Clash spiele, so will ich es mal sagen. Aber wie gesagt, es macht auch Laune, Leute. Es macht auch wirklich Laune. So, die sind da durch. Dann haben wir gleich die letzte Dev schon weg. Perfekt. Und dann können wir hier mal gucken. Irgendwo waren hier auch Fallen, oder? Irgendwo waren hier doch auch mal so ein paar Fallen, meine ich. Oder hier irgendwo. Ich glaube, hier ist eine Sprungfalle. Ne? Hier ist, glaube ich, eine Sprungfalle gewesen. So genau weiß ich schon gar nicht mehr. Aber die Goblins, ich hoffe, dass sie mir nicht alle flöten gehen. Sonst müssen sie Riesen machen. Aber hier im Tutorial, in der Practice, hast du auch keine Zeitvorgabe. Du kannst also einfach so dein Ding machen hier. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich mal wieder so einen Mini-Account anfange. Und es waren ja noch 5 Platz frei, also der Account muss nach dem 3.5. angelegt worden sein, nach dem 3.5. 10 Uhr oder halt 3.5. 10 Uhr. Das Ganze soll auch geprüft werden, damit das auch alle seine Richtigkeit hat. Und der Richtigkeit halber gibt es natürlich auch, da ist die Sprungfalle, okay. Gibt es natürlich auch etwas zu, na, wie soll man sagen, zu erspielen, nämlich eine Merchbox von Supercell. Das heißt, da ist allerlei tolles Zeug drin, also das reicht über Socken bis zu tollen Anhängern, bis zu ganz tollen Figuren, die ihr euer Leben lang in den Wohnzimmerschrank stellen könnt und da können sich eure Enkel noch dran erfreuen. Also ganz tolle Sache hier, finde ich, und ein kleiner Ansporn ist da. Der Clan ist auf jeden Fall pickepacke voll. Ich gucke jetzt mal, ich gucke jetzt mal, ob wir jetzt hier draußen was machen können, ob wir mal einen Clan-Kriegsgegner gefunden haben. Nee, immer noch nicht, okay. Wir haben ja erst am Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag 30-30 gesucht, hat nicht funktioniert. Dann haben wir am Freitag, glaube ich, nochmal gesucht, 40-40, hat auch nicht funktioniert. Okay, der könnte funktionieren. Ich habe mich schon mal richtig von Clanburg, kann ich euch sagen, foppen lassen. Also so richtig. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so richtig. Wo dann so eine Walküre da drin war, weißt du? Oh, und ich hier mit meinen Bogies, ey. Das ist so richtig hardcore. Okay. Was habe ich hier in der Clanburg drin? Ah ja, okay, so fordere ich das Zeug immer. Alles klar, dann können wir hier vielleicht die beiden hier rausziehen und können hier schon mal so ein bisschen clearen, bevor wir unsere anderen rausziehen, hier Richtung Minenwerfer oder Richtung Bogenschützenturm. Ja, wir machen das mal Richtung Bogenschützenturm. Die Luftabwehr holt uns alles runter, ich weiß. Schaffen wir den Turm noch? Ah ja, den haben wir noch geschafft, okay.
Aber aber okay, der Turm müsste jetzt, ja, der fällt auf jeden Fall. Ne, der ist halt nicht gefallen. Tolle Wurst. Eieiei, der Turm fällt, also der Minenwerfer fällt wieder nicht. Naja. Dann mache ich wahrscheinlich wieder eine Nullnummer hier oder eine Minusnummer. Ich muss mehr Riesen haben, Leute, beziehungsweise Riesen leveln. Ich muss mehr Riesen haben, beziehungsweise die Riesen leveln. Das gilt nicht anders. Sonst, aber ich habe keine Nullnummer gemacht. Das ist ganz gut. Das heißt, ein paar Pokis bekomme ich wenigstens und auch ein bisschen Loot. Machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Der geht in die Folge auf jeden Fall mit rein. Sehr schön. Wir bekommen jetzt halt nur das Rathaus nicht und auch da, die Tat hätte ich natürlich immer gerne. Ich habe auch eine Zeit lang hier wirklich low Pokale gemacht, also immer so zwischen, weiß ich nicht, 7 und 12 Pokale pro Angriff, wirklich echt die ganz, ganz kleinen Rathäuser hier angegriffen. Und um so einfach nur weiter im Pokalrennen zu bleiben. Aber ich meine, okay, ihr seht, das waren jetzt auch nur 5 und wir müssen auf jeden Fall mehr Riesen haben. Also etwas weniger von denen hier. Und viel, viel mehr Riesen von denen. Da geht nur einer mehr. Warum eigentlich? Ach so, okay. So. 1, 2, 3, ja, 10 Riesen. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Okay, Zauberding kriegen wir noch nicht raus. Wir haben allerdings einen Bob frei. Was kriegen wir hier denn noch eigentlich an Ressourcen? An Ressourcen auch wieder eine Goldmine und wieder ein Elixier. Sammler, okay, die habe ich jetzt schon nicht gelevelt. Die beiden anderen, die danach kamen. Ich werde die irgendwann mal nachleveln, Leute, ja. Aber erstmal geht, glaube ich, Angriff geht über Verteidigung. Und deswegen level ich die erstmal nicht. Ja, ist ein bisschen doof. Ich mag das ja gar nicht. So überhaupt nicht, gar nicht. Da oben der Bauarbeiter kann eigentlich weiterlaufen. Hier unten wird es ein bisschen dauern. Mal gucken, wie schnell die Clanburg hier voll ist. Wir sind im Moment 8 von 45. Das geht hier wirklich rasend schnell, kann ich euch sagen. Auch mit den 1, 2, 3, 4. Können wir ruhig mal verspenden. Oh, die haben schon 20er Clanbogen, die Jungs und Mädels hier. Verdammt. Aber okay. Nehmen wir vielleicht auch 4 mit, oder? Ja, wir nehmen auch mal selber 4 mit. Dann haben wir 9, 28, 3, 4. Ja, so passt es auch ganz gut. Also geht ganz, ganz zügig hier. Zumindest die beiden Riesen. Hat noch nicht jeder Loons. Sei es drum, ist aber auch nicht so schlimm. Wir gehen hier auf Reise, weil wir finden hier ganz, ganz schnell noch Gegner. Und na, Ziel ist das Ziel. Also erstes Ziel sind natürlich 1250 Pokale jetzt für die nächsten 450 Juwelen, damit wir dem Ziel des vierten Bauarbeiters wenigstens so annähernd nahe kommen. Weil hier wird natürlich auch, das könnt ihr euch denken, Free-to-Play gespielt. Also hier wird nichts investiert, in keinster Weise. investiert, aber ihr seht das hier, 17 Pokale und der hier ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich muss jetzt nur mal checken, ob der vielleicht Clanburg hat. Was habe ich denn jetzt hier? Okay. Ich habe noch nicht fertig, ne? Ach, ich habe, sag mal, jetzt habe ich aber echt komisch gebaut gerade, ne? Jetzt habe ich aber echt gerade komisch gebaut, Leute. Okay. 10. Ob ich damit wirklich weiterkomme, weiß ich noch gar nicht. 100 Truppen, okay. Quick Train, die muss ich auch mal editen eben. 10, 4, 3, ich glaube, so geht es sogar fast besser. Mit ein paar Goblins damit drin, weil ich hatte ja in meinen Livestreams hacke ich immer auf den Goblins rum, so nach dem Motto, mach mal Goblins, denn das ist die Truppe, die hier den Loot reinholt. So, eben mal was trinken. Da sind noch 2 Truppen. Man merkt klar, dass es ein bisschen wärmer wird, auch bei mir hier unterm Dach. Leute. Also sobald mal für ein paar Stunden die Sonne ein bisschen netter rauskommt, wird es hier oben auch schon gleich ein bisschen wärmer. Okay, der ist gut, der hat noch keine Luftabwehr, der hat ein paar Pokale, aber zu wenig Loot. Viel zu wenig Loot, sonst muss ich gleich noch Practice machen mit mir. Aber jetzt kommen schon die ersten. Ihr seht das hier, die richtig, richtig Loot haben. Aber die haben halt auch schon richtig Verteidigung. Ja, ich weiß noch nicht, wo die Reise mit meiner Verteidigung hingeht. Was würdet ihr sagen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Eher Angriff ist die beste Verteidigung oder eher doch die Def ein bisschen ausbauen. Okay, hier kann man die ein bisschen ausbauen.
Aber der hat jetzt wahrscheinlich auch wieder Clanburg. Ah, ne, hat er nicht. Okay. Der hat keine Clanburg. Dann können wir hier alle 10 schicken. Auf die hier drauf. Und ihr seht das. Und selbst die brauchen schon lange, ne? Und selbst die brauchen schon lange. So, jetzt muss der Minenwerfer wieder fallen. Oder aber, ja, mal sehen. Das sind 2 Stück. 1, 2. Toll, danke für die Minen. Dankeschön. Danke für die Minen. So, jetzt müssen wir hier aber anfangen abzuräumen. Hier hinten haben wir noch ein bisschen was in der Ecke. Weil wir haben nicht so viel. Ich habe natürlich noch Clanburg. Die spare ich mir jetzt mal auf. Die spare ich mir jetzt mal auf, die Clanburg. Und dann können die alle helfen hier, damit es ein bisschen schneller geht. Weil 2 Minuten sind hier schnell um mit den kleinen Bogenschützinnen. Aber 23 Pokis, ein bisschen Loot, passt in jedem Fall. Wir können dann danach das eine Armeelager weiter leveln, denke ich mal. Und ja, so geht es eigentlich ganz gut, ne? Wir mal so sagen. So, ich frage mich eigentlich gerade, warum ich gar nichts mehr höre hier. Oder hört ihr nichts mehr? Ne, ihr hört gar nichts mehr, ne? Dann müssen wir mal wieder, doch wieder was anmachen. Okay, ach, der hat aufgehört, alles klar. Ah, Leute, es war gerade ein bisschen Stillstand, er hat aufgehört. Ich habe meine Mucke ein bisschen gewechselt. Da könnt ihr mich gerne mal drauf ansprechen in den Streams, ob euch das gefällt oder nicht. Wenn ja, dann würde ich das vielleicht behalten. Wenn nein, dann würde ich das auch wieder switchen. Aber es kommt mir halt etwas mehr auf die. Auf die Livestreams vor allen Dingen an. Hier bei den Videos hier ist mir das nicht ganz so wichtig, aber ich mag halt dieses NCS-Gedudel 0. Okay, das haben wir ganz gut gemacht. Und wir können das Lager hier oben gleich in jedem Fall weitermachen. Hier unten können wir noch kein Lager machen. Haben wir noch ein bisschen Bonus? Aber wir haben noch, ach, guck mal, wir haben noch Bonus ohne Ende. Dann machen wir das erste Armeelager, würde ich sagen. 250, 8 Stunden. Okay, das ist echt immer ein Wort zum Sonntag, muss ich sagen. Mein lieber Mann, oh, jetzt wird er gerade rumgeschrien. Was kostet das hier zu machen? Ja, machen wir gleich fertig. Weil Gold brauchen wir erstmal nicht. Sehr schön, dann haben wir. Ey Leute, ich habe die Mauern echt schon fertig. Waren. Ah, nee, doch noch nicht ganz. Ach, hier ist noch so eine abtrünnige Mauer. Und dahinter sind auch noch abtrünnige Mauern. Na toll. Okay, die machen wir fertig. Mauern maxen in einer Folge. Ja, die ging jetzt mal ein bisschen länger für euch. Ihr seht hier am Dienstag, aber es gibt halt auch so unheimlich viel zu tun hier. Und deswegen kommt einfach in die Livestreams, da haben wir einfach etwas mehr Zeit für solche Sachen. Auch wenn wir dort, lass mal gerade gucken, 20, 30 können wir schon nicht mehr machen. Okay, 10, 20. Halt. Nee. 10. 20, dann tun wir die da wieder hin. Dann sollten wir jetzt hier alle haben, oder habe ich jetzt doch noch irgendwo eine vergessen? Da, ne? Ah, ne, doch nicht, da nicht. Okay, man kann ja auch mal dahin gucken, ne? Man kann ja auch mal dahin gucken. Walls 21 Stück. Dann machen wir die eben. Komplett fertig hier. Zack, zack, eingegoldet. Und damit dürfen wir eigentlich keine Mauer mehr haben, oder? Mauer, 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 Mauer. Nein, die Mauern haben wir gerade fertig gemacht. Sehr schön. Sehr krank. Wie lange dauert das Army Camp? Das dauert nur 2 Stunden. Sehr schön. Dafür haben wir aber jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr drin. 16 da, 1, 2, 3. Und hier müssen wir dementsprechend nachbauen im Quick Train. Lass uns das auch mal eben editieren. Hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier eine gesavte Truppe. Ja, mal sehen. Ich werde jetzt sicherlich etwas mehr mit den Practice machen, denn auch dort muss ich noch, glaube ich, eine machen. Warte mal, eine habe ich jetzt gemacht. Wo zählte das denn rein? Oder musste man nur eine machen? Ach nee, man musste einmal 3 Sterne nur machen, damit alles klar, Leute. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn euch die Folge auf dem Dienstag trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, möglichst am Clan hier dranbleiben. Und erinnert mich bitte immer mal wieder dran, dass ich den Lower-Account hier auch ein bisschen bespiele mit euch in dem Stream, sonst bleibt er ganz, ganz schnell mal liegen. Aber ihr seht das hier, Mauern habe ich fertig. Rathaus Level 5. Ab Rathaus Level 4 gibt es übrigens diese Kopierfunktion. Wer ist hier Rathaus Level 5? Der Trump-Legend?
Lass mal gerade gucken, ist das ein 5er oder ein 6er? Ne, das ist schon ein 6er. Okay, Trump-Legend, Henrik-Legende ist schon 8. Alles klar, Henrik. Grüße. Ich breche ins Essen. Okay, die sind... Das könnte eine sein, ne? Das könnte für mich eine sein hier. Visig. Lass mal gerade gucken. Oh, der hat das da auch da hinten noch. Ja, ihr seht selber hier Quantität vor Qualität. Quantität vor Qualität. Der Creeper hier hat... Oh, der ist auch schon 7. Meine Herren, Bastian. Let me have a look. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht nach einer richtig starken Base aus. Jawohl, die können wir kopieren. Und die können wir dann hoffentlich auch bei uns reinpacken. Yes, alles klar. Danke dir, Bastian, für diese wunderschöne Base. Wobei allerdings hier auch ganz schön großes Loch ist, ne? Okay, das passt mir noch nicht so gut. Da müssen wir irgendwas reinstellen. Was haben wir denn noch nicht? Ah, wir haben noch keine Schüssel. Okay, Leute, wir haben noch keine Zauberschüssel. Alles klar, dann machen wir so lange den da rein. Wir haben noch keine Zauberschüssel und hier geht auch noch was rein. Wahrscheinlich noch die andere Defense. Ne? Was kommt hier noch an Defense auf uns zu? Defenses, ja, einmal Wizard Tower und einmal Archer Tower. Alles klar, Leute. Passt so. Perfekt. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nach 26 Minuten, Leute, gönnt euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.